Heute geht's um Chaos. Chaos nicht in meinem Kopf, sondern Chaos in meinen Bildern von Midjourney. Ich zeige euch, wie ihr mit dem Parameter Chaos super tolle Stile kreieren könnt. Viel Spaß beim Schauen. Mit dem zusätzlichen Parameter Chaos kannst du die Ergebnisse deiner Bilder wesentlich beeinflussen. Wir machen das einfach mal anhand einiger Beispiele und ich starte mal mit einem Prompt: A Mouse with Cheese ohne ein Chaos, und sende das ab. So, und wir sehen, wir haben vier relativ ähnliche Bilder erstellt bekommen. Jetzt probieren wir mal einen niedrigen Chaoswert aus. Und zwar gehen wir folgendermaßen vor. Wir geben hierfür wieder unseren Befehl ein, ein Leerzeichen und dann Dash Dash Chaos oder auch nur C, das geht also beides. Dann gebt ihr wieder ein Leerzeichen ein und ich nehme mal den Chaoswert 10 und gehe auf Absenden. So, also im Vergleich zu dem vorherigen ist das jetzt kein wahnsinnig großer Unterschied. Deswegen erhöhen wir jetzt den Chaoswert und wir gehen auf 25. Du siehst jetzt, dass das untere Bild hier schon ein bisschen von den anderen abweicht. Der Chaos, also dieses Parameter, akzeptiert Werte von 0 bis 100. Also wir befinden uns immer noch im unteren Drittel und steigern diesen Wert jetzt nochmal und gehen auf 50. Und jetzt siehst du, dass wir schon ganz verschiedene Stile erstellt bekommen haben. Und wir gehen jetzt noch eine Stufe höher auf 80. So, hier kannst du ganz gut sehen, dass niedrigere Werte zu zuverlässigeren und wiederholbaren Ergebnissen führen und höhere Werte zu ungewöhnlicheren oder unerwarteten Ergebnissen. Selbstverständlich könntest du das auch in einem bereits erstellten Bild von dir anwenden. Dazu gehen wir einfach mal hier auf dieses Bild, geben hier in das Bearbeitungsfenster hinter den Prompt Dash Dash C ein. Und ich gebe jetzt mal einen hohen Wert von 80 hierzu und sage Absenden. Hier könnt ihr sehen, dass der Befehl Tiger in a Forest hier zwar immer noch umgesetzt wurde, aber jetzt nicht so wie auf dem Ausgangsbild. Also wir haben wirklich vier komplett verschiedene Situationen und dieses Parameter könnt ihr einfach mal einsetzen, um euch auch inspirieren zu lassen. Ich finde zum Beispiel jetzt hier unten dieses Bild mit dem Schnee, finde ich super. Und ich wäre da auch so gar nicht drauf gekommen. Und von da könnt ihr dann auch weitergehen. Also manchmal hilft es so als kleine Inspirationsstütze, wenn ihr mal diesen Chaos anwendet. Auch wenn dieser Parameter einen ziemlichen Überraschungseffekt hat und nicht wirklich planbar ist, so bringt er euch manchmal wirklich kreative neue Ideen und ja, einfach tolle Bilder, mit denen ihr sonst gar nicht gerechnet hättet oder auf die Idee ihr sonst gar nicht gekommen wärt, solche zu kreieren. Also in diesem Sinne, abonniert meinen Kanal, schaut mal auf meiner Homepage vorbei und wenn ihr wollt, lasst mir gerne ein Like da, ich freue mich drüber. Bis zum nächsten Mal, bleibt kreativ, eure Alexa.